Stadt der Tempel. Chiang Mai ist nach Bangkok eine der bekanntesten Städte in Thailand. Über 200 Tempel und eine ausgeprägte Food-Szene ist im Norden des Landes in den Bergen zu finden. Der Norden ist aber auch bekannt für seine kleinen Bergdörfer und grandiose Natur. Wenn du zum falschen Zeitpunkt in Chiang Mai bist, gibt es aber ein großes Problem. Von Januar bis April ist in Thailand im ganzen Norden und Nordosten die Burning Season. Das bedeutet, die ganzen Farmer brennen ihre Felder nieder und der ganze Rauch ist auch in den Städten, so wie hier in Chiang Mai. Dadurch ist auch eine extreme Luftverschmutzung da. Man sieht ganz viel total schlecht und tatsächlich ist es auch schon gefährlich für die Lungen. Wir wagen uns trotzdem in die Stadt. Ob das so sinnvoll ist und was wir alles machen können? Die Innenstadt von Chiang Mai, also die Altstadt sozusagen, ist mit einer Stadtmauer umrahmt. Das sieht man jetzt hinter mir. Das ist der Eingang sozusagen in die Altstadt. Wir haben unsere Unterkunft da, weil es einfach sinnvoll ist, weil in Chiang Mai sind die allermeisten Sehenswürdigkeiten tatsächlich auch in der Altstadt. Was wäre Chiang Mai ohne seine ganzen Tempel? Hier in der Stadt und vor allem in der Altstadt sind sehr, sehr viele davon, auch sehr große. Natürlich kann man nicht alle besichtigen, irgendwann hat man doch ein bisschen genug, sind doch alle ein bisschen gleich. Wie der Thailänder sagen würde, same, same, but different. Der Wat Phasing Tempel ist einer der bekanntesten in Chiang Mai und ist absolut kostenlos. Der Wat Che Di Luang Tempel sieht mal ein bisschen anders aus, hat einen anderen Stil, kostet aber auch 50 Baht Eintritt. Also such dir einfach ein paar Tempel raus, die du besichtigen möchtest. Uns hat besonders gut der über 500 Jahre alte Silbertempel gefallen. Der Tempel ist mir ziemlich beeindruckend wegen seiner silbernen Farbe. Und was total erstaunlich ist, das hatten wir bisher auch noch nie, es dürfen nur Männer in den Tempel. Die Besitzerin unserer Unterkunft hat uns verraten, dass am Sonntag hier immer Markt ist, also Walking Street. Und die ist auch richtig schön, hier gibt es richtig qualitative Sachen, sehr empfehlenswert. Besonders gerne haben wir uns auf die verschiedenen Foodmärkte gesnackt. Chiang Mai hat tagsüber viel zu bieten, lebt aber vor allem auch abends richtig groß auf. Wir sind jetzt gerade auf dem Nachtmarkt in Chiang Mai. Es sind super viele Strände, man kann hier alles Mögliche probieren. Hier probieren wir jetzt gerade Krokodil. Hier in Nordthailand ist alles etwas günstiger und wir snacken uns fast jeden Abend durch verschiedene Leckereien. Wieder einen Roller zu mieten, denn so kommt man einfach am allerbesten von A nach B. Und außerdem haben wir entschieden, beim Rollerfahren, vor allem beim Rollerfahren, Masken aufzuziehen, weil die Luft einfach gesundheitsgefährdend ist. Allzu weit kamen wir dann aber nicht. Also wir hatten jetzt hier in Chiang Mai unsere erste Polizeikontrolle auf dem Roller gehabt. War jetzt gerade auf dem Weg zum Deutschen Tipp. Und hier an der Hauptstraße, die stehen hier wohl gerne mal, häufiger mal. Da haben die eigentlich jeden rausgezogen oder auf dem Roller war. Also nicht nur Touristen, sondern alle. Wir haben leider keinen internationalen Führerschein, also wir beide nicht. Und dann müssen wir jetzt eine Strafe zahlen. Das sind 500 Baht. Man kann das aber irgendwie ganz gechillt machen. Also der Polizist hat mir jetzt erklärt, wir können unseren Trip machen und dann auf dem Rückweg irgendwann bis 6 Uhr abends. Sollen wir vorbei, können wir gerade die Polizeistation vorbeifahren und die 500 Baht Strafe bezahlen. Ob es jetzt mehr oder weniger sind, wenn man jetzt zum Beispiel einen internationalen Führerschein hat, aber keinen Motorradführerschein, das weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es immer derselbe Preis ist, egal ob man jetzt einen hat oder nicht. In den nächsten 3 Tagen dann, wenn wir das vorzeigen, werden wir auch keine Strafe zahlen müssen. Also wir haben da ja einen Freifahrtschein für die nächsten 3 Tage. Wir sind jetzt hier über der Stadt ein bisschen rausgefahren und man sieht einfach gar nichts. Normalerweise hätte man hier eine super tolle Aussicht, aber aufgrund der Burning Season steht der ganze Rauch über Chiang Mai. Und ja,
nimmt absolut die Stimmung. So, wer den Watt durch den Tep-Tempel hoch will, der muss erstmal einige Treppenstufen hochlaufen. Der Wat Doi Sutep ist das Wahrzeichen Chiang Mais und liegt etwa 15 Kilometer westlich vom Stadtzentrum. Der Doi Sutep ist einfach so hell, dass es in den Augen wehtut. Da der Tempel am Doi Sutep Berg liegt, hat man hier normalerweise eine wunderschöne Aussicht. Also hier oben auf dem Tempel, da merkt man natürlich absolut die Auswirkungen von der Burning Season. Also von der Stadt Chiang Mai selbst kann man überhaupt nichts sehen. Es ist alles komplett mit Smog. Man kann nicht weit schauen. Das ist ein bisschen schade, weil der Ausblick hier eigentlich wunderschön sein soll. Aber ja, kann man nichts machen. Neben dem Tempel gibt es jetzt an einem einfachen Restaurant Mittagessen. Wir probieren Khao Soi. Ist ja hier für die Gegend bekannt, also für Nordthailand. Wir haben es die ganze Zeit aufgehoben, obwohl wir es überall bekommen hätten. Wir sind jetzt mega gespannt. Es sieht super lecker aus, es riecht verdammt gut. Boah, ist das lecker. Okay, Schatzi, ich habe mein Lieblingsessen drin. Das ist so gut. Ich habe mein Lieblingsessen in Thailand gefunden, Khao Soi. Eindeutig Nummer 1 für mich. Also wir sind jetzt vom Doi Sutep Tempel weitergefahren, einfach die Straße entlang. So ungefähr eine halbe Stunde. Die Straßen waren echt gut gewesen. Und wir sind jetzt in so einem kleinen Village, in einem kleinen Dorf gelandet. Hier sieht total süß aus. Also es soll hier auch in der Kirschblütenzeit auch wunderschön sein. Ist jetzt gerade nicht der Fall, das sieht aber trotzdem sehr interessant aus, sehr ursprünglich. Wir laufen jetzt hier mal durch. Very nice, hallo. Du, schön. Schön, wow. Wollt ihr anfassen? Ist okay? Mhm. Habe ich gekauft, gell? Das ist mein Cookie. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Die Kamera ist spannend. Hier ist absolut nicht viel los, es ist ein ganz verschlafenes Dörfchen. Die Leute hier laufen ganz viel in traditionellen Kleidungen rum. Und ja, es gibt ein, zwei Cafés, kleine Shoppinglädchen. Aber die Stimmung hier ist total schön. Also absolut empfehlenswert. Hier in dem Dorf wird überall Kaffee angebaut. Also ganz viele Farmer hier bauen Kaffee an. Und wir haben jetzt mal probiert, der Kaffee hier schmeckt auch fantastisch. Also wenn ihr wirklich guten Kaffee hier in Nordthailand haben wollt, fahrt ein bisschen raus nach Chiang Mai, ein bisschen weiter in den Norden. Der Hahn ist der Beste. Und genießt guten Kaffee. Meins nicht klauen. Nein, nicht du. Nein, das ist ganz doll. Bist du da wieder dran? Nein, du Bulli. Hey, das ist meins. Tschüss. Ciao, ciao. Meine Kamera. Ja, ich muss los. Fahr langsam los, Schatz, wirklich. Die überrennen uns. Oh. Hey. Etwas näher am Doi Sutep ist noch ein anderes Dorf. Da sind wir auch noch gerade vorbeigefahren. Man merkt hier aber, hier ist viel stärker Tourismus. Man kommt hier gleich auf so einen Parkplatz, wo ganz viele Leute parken. Überall sind Stände und Läden. Soll auch eigentlich so ein schönes Bergdörfchen sein. Gegen das andere hat es für uns aber gar keine Chance.
Weiter geht's mit einem Tempel, den wir hier in Chiang Mai als zweiten Favoriten beschreiben würden. Der Wat Phala Tempel hat etwas total Mystisches und Magisches. Es besteht aus vielen kleinen Tempelelementen. Und wenn ihr sowieso zum Sutep geht, dann liegt er auf dem Weg. Also könnt ihr auf dem Hin- oder auf dem Rückweg sowieso dran vorbei. Und es sind viel weniger Touristen. Der kleine buddhistische Tempel liegt versteckt im Wald und wird scheinbar völlig übersehen. Der Tempel wirkt auf uns abenteuerlich und romantisch zugleich. Wir sind jetzt gerade hier in Halle und kommen und trinken einen Kaffee. Es hat heute Nacht angefangen zu regnen und regnet bis jetzt auch weiterhin durch. Das ist natürlich blöd, wenn man die Stadt erkunden will, aber dafür für die Luftqualität sehr gut. Also die ist laut dem AQI, dem Air Quality Index, deutlich besser geworden. Zu den kompakten Informationen zur Burning Season gibt es übrigens ein kleines Extra-Video. Da wir jetzt Hunger haben, haben wir immer wieder über Google einfach geschaut, was in der Nähe ist, günstig oder aber auch gut sein soll. Und lassen Sie das erstmal schmecken. Mango Sticky Rice ist das Dessert Nummer 1 hier in Thailand. Muss man unbedingt probiert haben. Super lecker. Wir haben hier noch so einen kleinen Markt entdeckt. Der ist sehr untouristisch. Und es gibt viele kleine Leckereien für einen sehr, sehr günstigen Preis. Ich bin Berliner. Genau, schmeckt genauso wie Berliner. Und was kann man sonst so an einem Regentag in Chiang Mai machen? Ich habe jetzt noch was anderes ausprobiert, und zwar ist wir hier eine Blindenmassage. Ja, die machen ein bisschen was anderes. Man lässt eine Kleidung an, die arbeiten mit Druckpunkten. Aber es war echt grandios, also absolut empfehlenswert. Für mich einer der besten und dabei noch günstigsten Massagen überhaupt. Wir sind jetzt gerade im Einkaufscenter, weil heute ist sowieso schlechtes Wetter. Wir haben uns gedacht, dann gehen wir doch heute ins Kino. Also wir haben es einfach. Geile Liegestühle, Decke bekommen, nochmal Wasser und Snacks und also ziemlich Deluxe. Wir haben hier jetzt für 10 Euro so ein Kinoticket gekauft. Dafür wird einem aber auch echt viel geboten. Also wir hatten ausfahrbare Liegesitze. Es wurde einem sogar noch ein Snack an den Platz gebracht von einem Mitarbeiter. Was will man mehr? Also definitiv top. So ein Kinoerlebnis hatten wir aber bisher auch noch nie. Von Chiang Mai aus gibt es eine beliebte Motorradroute, der Mai Hong Song Loop. Wir haben uns aufgrund der Burning Season entschieden, diesen nicht zu machen. Denn wohin führt so ein Motorradloop? Man fährt natürlich raus in die Natur. Und gerade dort brennen die ganzen Felder. Das heißt, die Luftqualität ist wirklich fürchterlich. Gerade in Mai Hong Son, einer der Dörfer mit den schlechtesten Luftwerten. Und die ganze Ausrüstung ist natürlich auch nicht vorhanden. Es ist alles vernebelt und verhangen, also nichts, wo sich lohnt. Als Alternative kannst du natürlich einfach hier von Chiang Mai kleine Tagestouren unternehmen. Es gibt wunderschöne Sehenswürdigkeiten, ein, zwei Stunden hier um Chiang Mai herum. Ungefähr eine Stunde Fahrt von Chiang Mai entfernt ist der Bua Tong Wasserfall, besser bekannt als Sticky Waterfall. Und darauf kann man hochklettern. Was erstmal etwas komisch klingt, macht richtig viel Spaß. Der mineralhaltige Stein hat relativ viel Grip und du kannst einfach auf dem Wasserfall spazieren gehen. Man rutscht wirklich überhaupt nicht. Das ist echt erstaunlich. Außer neben dem Wasserfall. Da ist es trotzdem rutschig. Hier gibt es keine super spektakuläre stutzende Wassermengen. Trotzdem für uns ein Highlight in Chiang Mai. Also der Sticky Waterfall ist wirklich der absolute Hammer. Wir sind mega begeistert. Dass man auf dem Wasserfall einfach klettern kann. Ich war ja sehr skeptisch. Ich habe wirklich nicht geglaubt, dass es so einfach möglich ist. Aber es ist wirklich, man kann teilweise manche Passagen wirklich fast schon hochrennen. Und ja, also
definitiv einer der besten Wasserfälle für uns, die wir je erlebt haben. Wir sind am frühen Vormittag hier angekommen und es war noch vergleichsweise relativ leer gewesen. Jetzt sieht man auch hinter mir, die Rollerparkplätze sind ordentlich gefüllt. Wir haben jetzt mittags 1 Uhr und es wird immer voller und voller. Also wenn ihr herkommt, vielleicht am besten morgens oder am Vormittag da sein. Dann wird es vielleicht nicht ganz so voll. Ach du Scheiße. Wow. Wow. Den sieht man gar nicht. Wir sind vom Sticky Waterfall gerade weitergefahren und sind eine Minute gefahren und haben so eine lange Drachentreppe entdeckt. Und da sind wir jetzt hochgelaufen und haben hier noch so einen Tempel entdeckt. Ich weiß nicht, ob hier sonst irgendwie mehr Betrieb ist. Auf jeden Fall ist hier auch das Licht aus und das ist eine Höhle. Und es ist immer ein riesiger goldener Buddha drin und wir sind hier ganz alleine. Das ist schon irgendwie mystisch. Also wenn man eh bei den Sticky Waterfalls ist, kann man es auf jeden Fall mitmachen. Das ist echt cool und irgendwie ein kleiner Geheimtipp. Wir sind circa 30 Minuten bis zum Maesa-Wasserfall gefahren. Das ist ein 10-stufiger Wasserfall, also 10 Kaskaden. Wir sind jetzt ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten bis zum 10. Punkt hoch gelaufen. Der Wasserfall an sich ist aber relativ unspektakulär. Das sind alle so ungefähr in denen, also so wie es hinter mir aussieht, sehen alle ungefähr gleich aus. Für uns nicht unbedingt empfehlenswert. Wir sind jetzt weiter in ein Dorf gefahren, das eigentlich dafür bekannt ist, dass hier diese Langhalsfrauen, also die Frauen mit diesem Halsschmuck, wo den Hals so lang zieht, leben. Soll aber auch sehr touristisch sein. Jetzt sind wir hier angekommen und irgendwie ist hier gar nichts und ganz viele so einfache Strohhütten. Hinter uns ist ein Büffel auf der Weide. Ja, aber absolut kein anderer Roller oder irgendwelche Touri-Fahrzeuge. Wir schauen uns jetzt mal um. Okay, die haben hier scheinbar auch einfach Elefanten als Haustiere. Ich meine, wir wissen ja, dass es hier einige Dörfer gibt, die Elefanten haben. Das kam jetzt aber so komplett aus dem Nichts irgendwie, stehen da zwei Elefanten. Wir haben jetzt noch mal ein bisschen Recherche das Karin Village gefunden. Hier leben auch die Longneck-Frauen, die aus Myanmar geflüchtet sind. Wirkt alles sehr touristisch, aber wir schauen uns das einfach mal an. Man kann hier auch ganz viele schöne Sachen kaufen, also es ist einfach schon auch ja, viele Verkaufsstände und ja, fühlt sich trotzdem irgendwie alles so ein bisschen gestellt an und man fühlt sich ja irgendwie komisch, die Leute sich hier so direkt zu filmen und zu fotografieren. Wir haben auch in den Kommentaren den Begriff menschlicher Zoo gelesen und irgendwie macht das schon Sinn, weil es ist irgendwie eher unnatürlich, ne? Aber es ist trotzdem total interessant, die Frauen zu sehen und den Schmuck und es weiß nicht, irgendwie trotzdem cool. Also hier im Dorf selbst, Dorf, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Dorf ist, ob hier wirklich jemand lebt. Es fühlt sich alles so künstlich an und das ist wirklich komisch. Die Leute sind super nett, sie sind super freundlich. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die wahrscheinlich mit den Touristen am meisten Geld verdienen, weil der Eintritt ist echt relativ teuer mit 400 Baht pro Person. Aber, also für mich persönlich, es fühlt sich wirklich ein bisschen an wie ein menschlicher Zoo. Also du schaust die Leute an, die warten darauf, dass du ein Foto machst oder erwarten es halt und posieren und es ist, ich fühle mich echt ein bisschen unwohl, muss ich sagen. Okay, ich habe jetzt auch einen schlechten Gewissenkauf gemacht. Da werde ich ja auch stark bedrängt, dass man einkaufen soll. Wir wissen nicht genau, ob die Leute wirklich hier wohnen.
ist nicht ganz sicher. Also man sieht, die sitzen alle vorne an einem Verkaufsstand mit einem Haufen Souvenirs. Hinten gibt es einen kleinen Hinterraum. Ob die wirklich dort leben, keine Ahnung, kann man jetzt nicht genau sagen. Was es aber ist, es ist sehr touristisch, fühlt sich sehr touristisch an. Und natürlich, die Frauen versuchen halt auch alle hier was zu verkaufen. Verständlicherweise, ich meine, die verdienen ihr Geld damit. Ja, also es war sehr interessant zu sehen. Ich will nicht lügen. Ich meine, wir wussten ja irgendwo auch ein bisschen, dass das auch so ein bisschen so wahrscheinlich sein wird. Ich meine, wir haben uns ein bisschen drauf eingestellt. Ich hatte aber ein sehr ungutes Gefühl und ich persönlich würde es nicht nochmal machen. Aber es ist natürlich auch leicht gesagt, wenn man halt auch schon da war. Und jetzt krabbel ich Spider-Man. Das sieht voll schön aus. Der Besuch hier im Insektenzoo ist ganz interessant. Der erste Teil sind vor allem ausgestellte tote Tiere. Das ist eher für Leute, die sich wirklich super arg für Insekten interessieren. Der zweite Teil ist ganz cool mit einem Schmetterlingshaus und ein paar lebendigen Tieren. Ja. Vorsicht, die will ich. Warte, die will ich angreifen. You try? Ja. Two hands. Ja, bitte. And don't fall. Yeah. It's pretty heavy. Aber man muss schon auch sagen, dass wir zum Beispiel fanden, dass die Leguane ein bisschen zu kleinen Käfigen waren. Das hat uns jetzt nicht so gefallen. Aber die Interaktion mit den Tieren, dass man zum Beispiel auch mal einen Skorpion oder eine Tarantula auf die Hand nehmen kann, das ist schon irgendwie ganz cool. Und wie fühlt es denn? Weich. Ja. He feels soft. It's not so hard or something. Yeah. How do you feel? At the beginning a little bit afraid, but I think it's okay.